Wow. Er kam mit einem Stock im Arsch aus Balagre zurück. Hat die Steuer fürs ganze Jahr verlangt. Als sie nicht zahlte, brannten sie meinen Hof ab. Und es waren sicher Leanders Männer. Meine Frau sagte, es bringt nichts, sich ihm zu widersetzen. Ich hasse es, wenn sie recht hat. Leander wird zahlen. Du hast mein Wort. So, dein Wort, Diokles. Pflügt das mein verbranntes Feld um? Bringt es meine Ziegen zurück? Ich hab genug von dir und diesem Land. Dein Wort. Pah. Und wie setzte dich, unser höchst ehrenwerter Magistrat, unter Druck, Ägypter? Praxilla sagte, du könntest mir helfen. Ich bin Bayek. Geht es ihr gut? So gut es jemandem gehen kann, dessen Land von Flavius geschändet wird. Ich folgte der Spur dieses Hurensohns von Siva hierher. Dann sind die Gerüchte? Wahr. Genau wie seine Kriegsvorbereitungen. Noch ein Unterdrücker. Ägypten wird nie wieder Stabilität erfahren, nur noch Invasionen. Flavius wird aus Ägypten ein großes Grab machen. Er herrscht von der Akropolis aus, dort wimmelt es von Römern. Ich bete, dass die Würfel zu deinen Gunsten fallen, Bayek. Ich kenne seinen Schoßhund, den Magistrat Leander. Komm wieder, wenn du ein Freund von Kyrene sein möchtest. Hab Dank, Diokles. Mein Sohn soll endlich in die Gefilde der Binsen eingehen. Anthropei! Αντιλαμβανέσαστε! Δίνα! Τι πλέον θεείς! Wir brauchen kein Credo, keine Ideologie. Wir lauern nicht im Schatten. Wir schreiten im Licht. Nur Propaganda des Ordens der Ältesten! Flavius hat Feinde der Freiheit aus euch gemacht! Söhne des Prometheus, ihr werdet uns folgen. Nur wenn ihr dem Orden dient, erlangt ihr Rettung. Wir möchten die Welt so haben, wie sie ist. Als Ort der Ordnung, Symmetrie, Harmonie. Dies wünschen die Götter. Aus dem gähnenden Schleier des Nichts, dem dunklen Abgrund des Chaos, stieg Gaia empor. Den freien Willen, für den diese Betrüger eintreten, gibt es nicht. Hört nicht auf sie! Sie behaupten, dass Menschen ihre eigenen Entscheidungen treffen sollten. Dass wir ohne jede Form von Gesetz und Zwang leben. Soll der Dieb frei sein, euer Vieh zu stehlen? Soll der Mörder frei sein, das Leben deines Sohnes auszulöschen? Niemand kann uns aufhalten. Wir kriegen unsere neue Welt. Schenkt den Feinden des Wissens keine Beachtung. Nichts geschieht zufällig. Alles, was wir wahrnehmen, was wir erleben, hat seinen Grund und seine Notwendigkeit. Sie denken, sie könnten die Ketten der Vorbestimmung sprengen? Sie verstehen nicht, dass der Stoff des Universums nicht aus Chaos gesponnen ist, sondern aus Ordnung. Möge der Vater des Verstehens uns alle leiten. Auch wenn es aussieht, als würdet ihr gewinnen, wir werden wiederkommen. Der Orden der Ältesten entstand aus einer Erkenntnis. Oh, da kecht mir noch. Nun es kettet.
Die Wachen hier sind sehr aufmerksam. Tempel des Mars. Schön, die römischen Götter außerhalb von Rom zu sehen. Prokonsul Flavius jagt mir eine Scheißangst ein. Hast du die Gerüchte über Siva gehört? Dieses miese Drecksloch? Nicht schade drum. Und jetzt hat er sich im Tempel des Mars eingesperrt? Solange er sich nur von mir fernhält. In consumationem. Er ist der Ivi. Er ist unfederet. Denkst du etwa, ich kann nicht spüren, wie du in den Schatten umherschleichst, Bayek von Siva? Ich folgte deiner Spur von Mord und Wahnsinn den ganzen Weg von meiner Heimat aus. Und nun verantwortest du dich für meines Sohnes Tod, Römer! Nein, Ägypter. Nun verbeugst du dich vor deinem Gott!
bist Mörder meines Sohns, meiner Freunde! Warum hast du mich nicht damals in Alexandria getötet? Du hättest dem Orden beitreten sollen. Du brauchst uns. Doch du wähltest Sklaverei. Der Mörder meines Sohnes verkriecht sich in einem Tempel. Dein Magi-Freund Hepzifer hatte auch so eine störrische Art. Wie dein Sohn. Deine Zeit auf diesem Sand ist vorbei. Dein Wille wird schon brechen, irgendwann. Wie bei allen anderen. Meine Macht, mein Potenzial, spürst du das nicht? Du bist doch nur ein Bauer. Kameltreiber und Mistkäfer. Mehr gibt es in Ägypten nicht. Du hast meinem Sohn das Jenseits verwehrt! Ich schneide dir das Herz aus! Du bist kein Gott! Du bist nicht mal ein Mann! Du wirst in der Ruhe gerichtet!
war ein Kind, Flavius! Mein Kind! Diese eine Sache bereue ich nicht in meinem Leben. Du sollst nie zur Ruhe finden! Durch den Tod deines Sohnes hat sich der Orden mir gebeugt. Und auch Cäsar. Ich hatte Rom. Er verschaffte mir ein Imperium mit 1000 Söhnen. Jeder größer als der vorangegangene. Komm schon! Bring es zu Ende, du Feigling! Du verschwendest meine Zeit! Ich kann es nicht! Schon gut, Papo. Nein. Ich verliere dich für immer. Nicht für immer. Ich werde im Gefilde der Binsen auf dich warten. Darf nie wiedergefunden werden. Aya muss erfahren, dass Remus K. Ruhe gefunden hat.